willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Jo, das Video wird heute kommen. Also schönen Sonntag euch allen. Gestern, als wir nach Hause gekommen sind, war nämlich eine Benachrichtigung im Briefkasten, dass ich Post hatte. Dann bin ich mal schnell zur Backstation, habe mir schon gedacht, dass diese Self-Love Pinkbox Special Edition bei mir angekommen ist. X later mit Pinkbox. Genau, die konnte man sich bestellen. Einmal für Nicht-Abonnenten 29,90, für Abonnenten 19,90. Ich dachte nie 19,90. Hast du noch übrig? War das 19,90? Ich glaube ja, ne? 19,90 hast du übrig. Bestellst du sie mal. Und dann, ich habe schon einen ersten Blick reingeworfen, wo ich erst dachte, naja, aber dann, ach, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal, ne? Wir packen jetzt mal zusammen diese Box aus. Es ist leider kein Zettel dabei, was ich sehr schade finde. Ne? Aber naja, egal. Da ist auf jeden Fall ein Klebi drauf. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Und wir haben nämlich wieder eine Bürste hier drin. Wir hatten ja in der letzten Pinkbox eine Bürste, auch wieder von Parsa Beauty. Natürliche Pflege für alle Haartypen geeignet. Finde ich gut, kommt in meinem Backup. Ne? Bürsten kannst du immer gebrauchen. Und irgendwann sind die dann halt auch so siffig, dass du sie gar nicht mehr sauber kriegst. Ne? Also echt, echt schön. Ja, und Parsa ist nicht günstig, ne? Also so sieht sie aus. Doch, also, da kannst du jetzt nichts mehr. Finde ich jetzt halt ein bisschen komisch, weil in der normalen Box auch eine Bürste drin war. Das ist halt ein bisschen, naja. Aber gut, meckern auf hohem Niveau, ne? Dann haben wir hier drin noch eine Maske, eine feuchtigkeitsspendende Peel-Off-Maske, Shine Like a Diamond. So eine habe ich schon mal ausprobiert, glaube ich. Die wird... die war gut und ich glaube, die kriegt meine Schwester mit Hyaluronsäure und Marinalge, weil sie gerne Peel-Off-Masken haben möchte und sie kommt ja bald zur Beziehung, 5 Wochen noch. Und dann, ja, genau, und drückt uns die Daumen, Leute. Ich habe es gerade schon auf Instagram gepostet. Ende des Monats stellt sie heraus, ob wir im September ein paar Tage Urlaub machen im Berchtesgadener Land, also im Berchtesgaden. Und da ein bisschen die Berge bekraxeln. Drückt die Daumen. Drückt alle Daumen, die ihr habt, dass es klappt. Ich hoffe. Denn wir bräuchten echt mal eine Auszeit, wir beide. Also Experte und ich. Und Monique hält hier wieder mal die Stellung. Also, ne? Peel-off-Maske. Finde ich gut. Kannst du immer gebrauchen. Dann haben wir hier drin... das finde ich sehr interessant. Da bin ich mir echt gespannt. Natural Super Clean Zahnputztabs. Rundumschutz. Also das finde ich echt wirklich mal interessant. Ich werde das ausprobieren. Nach Bedarf 1 bis 2 Tabs gründlich zerkauen. Bis ein angenehmer Schaum entsteht. Wie gewohnt Zähne putzen. Wenn das funktioniert, warum nicht? Ne? Weil hier steht... Zähne putzen, gutes tun, machst du damit noch. Und ja, frischer Minzgeschmack, Vierfachschutz, natürlich und vegan. Warum nicht? Ohne Mikroplastik, ohne Palmöl, ohne Triclosan, ohne Natriumlaurylsulfat. Finde ich nicht schlecht. Ist jetzt auch dabei, bei den anderen haben wir auch eine Zahnpasta drin, ne? Gut, das gleicht sich jetzt doch sehr. Aber es sind 125 Tabs hier drin und das ist bis zu 2 Tuben. Also so spart man dann ja auch wieder Plastik. Ne? Ich lasse mich mal überraschen. Ich probiere ja immer alles aus, was so in den Boxen ist. Dann haben wir hier noch drin, finde ich, ich stehe ja total auf Serien. Lifting Skin Booster, straffendes Serum, mildert Mimikfältchen und wirkt vitalisierend mit Tsubaki-Extrakt. Leichte Textur und hochwirksame Pflege von Schebens. Gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen, leicht einmassieren, kurz einwirken lassen und mit der gewohnten Pflege fortfahren. Also für mich wieder optimal. Ach, oh, guck mal, die Form finde ich jetzt auch mal außergewöhnlich. Finde ich cool. Hat was von vibrierendes, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, ja, ich finde es süß. Ich finde es süß, probiere ich gerne aus. Kommt sofort in mein Bad. Ich finde, also das finde ich echt gut gemacht, ne? Nicht mal einfach irgendwie so eine Tube. Gut, das ist jetzt Plastik, aber finde ich irgendwie cool vom Design her. Ja, und ich bin gespannt, wie das so ist.
Und dann haben wir auch einen Lippi hier drin. Der wird in mein Full Face, ne, nicht Full Face, sondern Abo-Boxen Make-up wandern, wenn ich noch nicht einen drin habe. Oder habe ich noch einen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Henkel AG und Co. Da steht irgendwie gar nichts drauf. Nur Glossy Field Lipstick Roller Coaster Made in Germany. Von außen sieht das schon mal sehr schön aus. Und von Schwarzkopf ist das. Ha! Da ist nämlich, na, machst du es scharf? Der Kopf, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Na komm, mach scharf. Hallo. Mal eben mein Gesicht da wegmachen. So wird's scharf. Seht ihr? Da ist nämlich der Kopf drauf von Schwarzkopf. Ja, ich swatche den. Junge, das ist aber mal pink, hä? Wow. Na, der wird auf jeden Fall in die Box reinwandern. Ob ich ihn dann dazu nehme, weiß nicht. Muss ich gucken. Wenn, dann lassen wir ja hier Alexa sowieso entscheiden, ne? So, weiter geht's. Dann habe ich hier drin ein Metal Shine Eyeshadow von Make-Up Factory in Burnt Bronze. Bin ja nicht so der Single-Lidschatten-Fan. Ist wohl irgendwie keiner. aber der sieht schön aus. Guck mal. Aber ich plane ja ein Single-Lidschatten Adventskalender. Und ich denke, da werde ich den mal wegtun. Weil noch ein Single-Lidschatten in meiner Sammlung brauche ich jetzt auch wirklich nicht. Ne? Ich habe genug davon noch. Aber den gebe ich gerne mal da rein. Ja. Aber so finde ich das ja. Eine Palette hätte es, glaube ich, auch mehr getan. Irgendwie so eine Blush-Palette mal oder Highlighter-Palette da rein. Ne? Gerade für den Preis. Weil für Nicht-Abonnenten kostete das schon 30 Euro. Ne? Das ist nicht ohne. Wir haben von Catrice hier einen Blush drin. Da muss ich gucken, ob ich den schon habe. Ich glaube, ich habe davon nämlich schon zwei. Glistening Pink 020. Wartet mal. Was haben wir hier? Berry. Und Golden Coral. Okay, den habe ich noch nicht. Ja, guck. Dann können wir den ja mal swatchen hier. Dann freue ich mich auch darüber, wenn ich den noch nicht habe. Zurückhaltend, würde ich sagen, ne? Ja, aber der passt auf jeden Fall gut zum Lippi. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Aber der hat ja auch was von Pinky, ne? Jo, passt gut zum Lippi, aber heißt ja auch Glistening Pink, ne? Guten Morgen. Ja, also, okay, das finde ich gut. Dann haben wir noch hier drin, und das war auch eine Sneak Peek, von Hello Body Cocos Day Coconut Daily Face Cream. Genau, von Hello Body Feuchtigkeitscreme mit Kokosöl und Süßmandelöl für gesund aussehende, weich gepflegte Haut den ganzen Tag. Und ich möchte die gerne mal vom Geruch testen. Quietsche, quietsche. Kommst du da raus? Es kommt wieder nichts. Yay! Okay. Ja, das ist ein typischer Hello Body Geruch, ne? In Kokos. Und ich finde ja immer so Hello Body. Also es gibt ja viele, die kein Kokos und Vanille und sowas mögen. Ich mag Kokos, aber bei Hello Body musst du echt aufpassen. Das geht manchmal so, finde ich persönlich, in die Muff-Abteilung, in die Muff-Richtung. Ich finde es jetzt vom Geruch her okay. Ich gucke, wie sie von der Pflege her ist, ob ich sie vertrage. Sind 50 Gramm drin, kriegt man auch leer. Ich denke, das ist so ein Pumper zum Hochschieben. Mal schauen, aber geht mir das nur so oder findet ihr das auch, dass dieses Hello Body, ja gut, wird sowieso eh gehypt, aber ich finde, das hat manchmal, ich rieche unheimlich gerne Kokos und Vanille und ich mag auch Kokos und Vanille essen, aber manchmal finde ich, riecht das ein bisschen muffig. Geht das so in die Richtung Muff? Muff will ja keiner, ne? So, dann habe ich hier einen Highlighter von Alverde drin, Holographic Rose Highlighter. Also ich finde, für Abonnenten hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ich glaube, für Nicht-Abonnenten auch, wenn man die... Ja, oh, guck mal, der ist holographisch, ja, aber Hallöchen, ne? Boah, Alverde Naturkosmetik, was machst du?
Ja, das kommt auch in mein Abo-Boxen. Alter, Vater. Ich war halt mal gespannt auf die Box, weil solche Special-Boxen eigentlich immer nur von Glossy-Box kennt und nicht von Pink-Box. Deswegen habe ich es mir einfach mal bestellt. Dann habe ich noch ein kleines Parfüm mit drin, das Idol von Lancôme Paris. Gucken, ich finde das ist so hübsch, ne? So hübsch. Und ich möchte einfach mal riechen. Ich möchte mal wissen. Oh, das riecht. Oh, das riecht gut. Mal ein bisschen hier was drauf. Oh, das ist meins. Oh, das ist meins. Da muss ich Experte Bescheid sagen. Bald ist Hochzeitstag. Oh, das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. Aber das wird, glaube ich, hier in meinem Hintergrund. Ich habe da ja schon so ein kleines Teddy-Parfüm stehen. Und das werde ich, glaube ich, auch mit dahin stellen. Oh, das riecht gut. Das muss ich ihm sagen. Und als letztes haben wir hier drin. Ja gut, das passt mir natürlich sehr gut. Ich habe eine Badewanne und wir gehen natürlich auch alle gerne baden. Das wisst ihr ja. Butterfly Kiss Bath Crumble. Bunter Badeschaum in leuchtenden Farben. Ach guck mal, das finde ich echt süß, ne? Tolle Sache. Alles, was glücklich macht und Freude bringt, haben wir liebevoll in unseren Badeprodukten vereint, um dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich glaube, so eine Tüte kostet auch mal 3,95, ne? Zaubert dir unglaublich bunten Schaum in deine Badewanne. Oh, so wie ihn du noch nie gesehen hast. Kraftvolles Violett, strahlendes Pink und ein himmlisches Blau. Entspanne am Ende im violetten Blütenmeer mit einem beflügelnden Blumenduft und lass deine Sinne schweifen. Genieß das traumhafte Erlebnis mit Butterfly Kiss. Also das finde ich echt toll. Für jemand, der jetzt natürlich keine Badewanne hat, ist es blöd, ne? Aber wir haben eine und ja. Ich finde das geil, das Parfüm. Ich finde es geil. Es tut mir leid, ich finde es geil. Aber ich hätte es noch geiler gefunden, wenn da eine große Größe drin gewesen wäre. Gut, das wäre dann wahrscheinlich zu teuer gewesen. Aber besser so eine Größe als so eine kleine Probe, ne? Das wäre dann mehr gewesen. So, ja, mein Fazit zu der Box. Also für ein 20, so wie ich die jetzt gehört habe, kannst du es echt machen, finde ich okay. Für 30 Euro, ja gut, Hello Body alleine schon so teuer, ne? Aber für 30 Euro, da hätten sie ruhig mal ein Palettchen reintun können, wenn du kein Abonnent bist, ne? Also in ein Lidschattenpalettchen statt ein Single-Lidschatten hätte ich persönlich jetzt besser gefunden für den Preis. Aber okay, habe ich ein absolutes No-Go? Nö. Ich habe kein absolutes No-Go. So finde ich sie ganz gut. Es wandert vieles in mein Abo-Boxen-Make-up. Und ja, das war die, wie hieß sie denn nochmal? X-Later mit Pinkbox zusammen. Du, also ich kann da nicht meckern. Mal gucken, ich lasse ihn mal riechen, mal gucken, wie er findet. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ganz liebe Grüße und dicken Knutscher und bis denn, ne? Tüllü. Und ja, ich weiß nicht, guckt mal auf die Seite von Pinkbox. Kann sein, ich glaube, die gibt sogar noch die Box, ja. Und dann bin ich jetzt raus und muss morgen wieder arbeiten. Ja, Tüllü. Und wir müssen gleich noch Expertenvideos machen. Also bis denn, nämlich morgen, meine Lieben, kommt wieder ein Expertenvideo. Freut euch schon. Also der Experte ist wieder am Start mit einem Q&A-Video, wo ihr uns die Fragen über Instagram gestellt habt. Also macht's gut und genießt diesen schönen sonnigen Tag. Also bis dann. Tschüss.